herzlich willkommen zur letzten Woche April für den Fisch, und zwar vom 23. bis 29.04.2018. Lieber Fisch, wir gucken wieder, wie es aussieht, was möglich ist oder worauf du aufmerksam gemacht wirst, wie du dich fühlst und wie die Energien so vorherrschen. Du entscheidest, was du machst und was du davon nutzen möchtest. Alles klar, wir beginnen. Wie du dich siehst, wie du dich fühlst. Was ist dein Wunsch in dieser Woche oder deine Wünsche? Dann haben wir die Hoffnung und Ängste. Dann haben wir, das ist gut für dich. Wir haben, das ist nicht gut für dich. Und wir haben den möglichen Ausgang. So. Dann haben wir natürlich noch eine Orakelkarte für dich. Guck mal, was der Fisch in dieser Woche zu beachten hat. Und da haben wir Synchronizität. Deine Gebete und Fragen werden durch synchrone Ereignisse beantwortet. Beachte sie und sie werden sich vermehren. Das ist also so wie ein Déjà-vu, wenn du irgendwas siehst und denkst, Mensch, das habe ich eben schon mal gesehen oder gehört oder ein Song im Radio, was auch immer. Achte mal auf solche Dinge. Dann gucken wir mal, wie du dich in der vierten Woche April fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben wir die 10 der Schwerter. Das heißt, du fühlst dich ziemlich niedergeschlagen. Warum? Gucken wir gleich mal. Oder du bist am Ende eines Zyklus, du hast die Faxen dicke und jetzt ist Schluss. Dein Wunsch ist die 4 der Stäbe. Trautes Heim und möglicherweise eine Hochzeit, eine Feierlichkeit, ein Come-Together mit vielen lieben, netten Leuten. Auf jeden Fall was sehr Harmonisches. Schön. Hoffnung und Ängste. Du hast die 9 der Schwerter. Das heißt, irgendwas lässt dich nachts nicht schlafen. Dein Kopf rotiert, obwohl du todmüde bist und du kommst auf keinen grünen Zweig. Das sollte man nicht machen. Aber ja, manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Ich weiß das selbst. Was ist gut für dich in dieser Woche? Die Herrscherin. Weiblichkeit. Ja. Und vielleicht eine Person, die dir zur Seite steht, hat was mit Natur zu tun, mit Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, könnte auch eine mögliche Schwangerschaft bedeuten, wenn man das will. Ne? Dann haben wir nicht gut für dich, ist in dieser Woche der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist eine feurige Energie, die voranprescht und manchmal auch übers Ziel hinausschießt. Also Vorsicht! Möglicher Ausgang? Die 8 der Stäbe, wieder eine schnelle, voranschreitende Energie, möglicherweise eine Reise. Das hatten wir mehrfach jetzt schon. Das kann sein. Es kann auch sein, dass es um diese Reise geht, dass du des Öfteren mit der Planung und solchen Dingen beschäftigt warst. Schauen wir mal. Warum fühlst du dich denn jetzt in der vierten Woche, April, mit der 10 der Schwerter so? Die Sonne scheint dir. Das heißt, du bist wirklich am Ende des Zyklus. Du hast dich wirklich, ich sag mal, belogen, betrogen gefühlt. Und jetzt scheint dir wieder die Sonne. Und deswegen geht es dir besser. Du hast das Schlimmste hinter dir. Ja? Also, diese Woche fühlst du dich auf jeden Fall besser. Wenn nicht perfekt, aber besser. So, und du wünschst dir diese Zusammenkunft, diese Fröhlichkeit, dieses Come Together, was auch immer. Aber du bist momentan der Gehängte. Das heißt, das stagniert. Das heißt aber nicht, dass sich dein Wunsch nicht zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt. Ja, vielleicht bist du einfach ausgepowert von dieser Sache und musst einfach mal ja, wieder im Kopf klar werden. Du hast ja auch die 9 der Schwerter. Wir gucken mal, Hoffnung und Ängste, wie das zusammenhängt. Und da haben wir den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist eine sehr langsame Energie, etwas aufzubauen, etwas zu stabilisieren. Hat aber mit, ja, ich sag mal, ja, du schaffst Sicherheit, aber es geht langsam, ganz langsam. Ja, und das macht dir Sorge. Mach dir bitte keine Sorgen. Es wird alles, es kommt alles ins Rollen.
Es braucht nur manchmal ein bisschen Zeit. Ja? Gut für dich ist ja, dass du die Herrscherin an deiner Seite hast. Und da gibt es auch so ein bisschen ja, Nostalgie. Ja? An schöne Dinge denken, sich Fotos anschauen, Geschichten erzählen. Vielleicht hast du jemanden an deiner Seite, der dich so ein bisschen bemuttert. Ist ja auch mal ganz schön, ne? Oder der dich ja, ein bisschen pampert. Ja? Manchmal tut das einfach gut. Also nutzt das, ja, und erzähl und lass dir gute Ratschläge geben, Freunde, Freundinnen, was auch immer. Ne? Nicht gut für dich ist halt der Ritter der Schwebe. Dass du jetzt im Feuereifer, sag ich mal, voranprescht und irgendwas versuchst zu bewegen, wo du momentan stagnierst. Das ist zwar sehr leidenschaftlich und das Ass der Stäbe ist auch ein Neubeginn. Aber ich denke, das solltest du auf jeden Fall tun, aber nicht gerade in der letzten Woche April. Warte noch ein bisschen, weil die schnelle Energie kommt dann. Ja, und das wird so in den Mai hineingehen. Siehst du? Ass der Kelche. Du hast dann zwei Asse. Also warte noch ein bisschen. Wir haben ja auch Merkur rückläufig bis zum 15. gehabt. Das hat viel auch behindert. Und das sind vielleicht noch die Ausläufer. Und warte bis Anfang Mai, wenn du irgendwas, ich sag mal, anleiern willst, etwas bewegen willst. Beginne damit Anfang Mai und achte auf diese Zeichen. Ja? Die geben dir einen Hinweis darauf, wann der richtige Zeitpunkt ist. Vielleicht auch auf was du machen sollst. Ja? Also achte mal auf diese Zeichen. Ja? Und wie gesagt, nimm dir das hier raus, was du gebrauchen kannst. Übereile nichts. Und hier vor allen Dingen, denk dran, die Sonne scheint wieder. Ja? Ja, lieber Fisch, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, es gibt weitere Informationen auf der Homepage www.ella-tarot.com und das steht auch unten in der Box. Und da kannst du gucken, wenn du eine persönliche Legung haben willst, wie das funktioniert. Du kannst auch eine E-Mail schicken. Also nur, wenn du Interesse hast, schau einfach nach. Und dann können wir gerne was anderes noch machen. Aber wie gesagt, nimm dir das, was du brauchst. Und wenn es dir gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Ja, und dann, wenn du willst, sehen wir uns im Mai, wo du hoffentlich deine Asse dann nutzt. Bis dann. Tschüss.